Sorge, nee, nee, sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killerboy-Rats wissen, Schule nervt, wir sind cool. Wenn du aufwärts immer musst und dich packt der Frust, dann sing ne 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 ne. Aliens haben deine Hausaufgaben mitgenommen, Henry. Ja, das stimmt. Ehrlich. Warum sagst du uns nicht, was wirklich mit deinen Hausaufgaben passiert ist, Henry? Na gut. Die Katze hat sie gefressen. Schluss jetzt. Ruhe. Eure Hausaufgabe für morgen ist, ein Tagebuch zu führen. Tagebuch führen? Ja, darin beschreibt ihr den gesamten Tagesablauf. Einen ganzen Tagesablauf? Ja, das wird ja wohl nicht so schwer sein. Und wir freuen uns schon alle sehr darauf, wenn du uns deinen Tagebucheintrag vorliest, Henry. Ich muss ihn vorlesen? Vor der ganzen Klasse? Nein! Wieso kriegt man die Computerspiele spielen oder Fernsehen als Hausaufgabe auf? Jetzt lass das, Mieze! Ich mein's ernst, Mieze. Das macht Raffzahn nervös. Hau ab, du Flohschleuder! Sei nicht so gemein, Henry! Aber... Und mach endlich deine Hausaufgaben, oder du weißt schon. Oder ich darf nicht mehr Fernsehen, krieg keine Kartoffelchips, darf einen Monat nicht an den Computer und bekomme auch kein Taschengeld. Ach, das ist sowas von ungerecht. Aber jetzt kann ich allen mal erzählen, wie ungerecht mein Leben wirklich ist. 7.30 Uhr morgens. Der Wecker klingelt. Mir doch egal. 8.03 Uhr. Papa lässt seinen üblichen Spruch los. Raus aus den Federn, Henry. Die Schule ruft. Mir doch egal. In die Schule gehe ich auf keinen Fall. 8.04 Uhr. Mama kommt ins Zimmer und schimpft rum. Zum letzten Mal, Henry, würdest du jetzt bitte endlich aufstehen? Wegen dir kommen wir alle zu spät und diesmal bist du wirklich schuld. Es ist immer das Gleiche mit dir, Henry. Das ist uns gegenüber nicht fair. Ich verstecke mich unter der Decke und tu so, als wäre es ein schlechter Traum. Steh auf, Henry, sofort! Uhr 11. Peter kommt rein und sagt, ich komme zu spät zur Schule, wenn ich jetzt nicht aufstehe. Du kommst zu spät zur Schule, wenn du jetzt nicht aufstehst. Sei nicht so gemein, Henry. Kinder zu zwingen, ganz früh aufzustehen, um in die Schule zu gehen, ist gemein. Zieh dich jetzt endlich an! Ich zieh mich super schnell an. Und ess ein sehr gesundes Frühstück. Mama meckert, dass ich die Klamotten von gestern anhab. So gehst du mir nicht aus dem Haus, Henry. Papa meckert, weil ich meinen Stuhl nicht an den Tisch gerückt habe. Kannst du nicht einmal wie Peter sein, Henry? Was kann ich denn dafür, dass ich so bin? 8.48 Uhr. Ich suche meine Schultasche. 8.49 Uhr. Ich finde meine Schultasche und meine Sportsachen. 8.50 Uhr. Wir verlassen das Haus und machen uns auf den Weg zur Schule. Papa fragt mich, ob ich Zähne geputzt habe. Hast du die Zähne geputzt, Henry? Ich sage ja. Beeil dich, Henry. Wir kommen zu spät. 9.05 Uhr. Wir sind an der Schule. Nur 15, der Unterricht beginnt. Guten Morgen, Kinder. Dieser Teil ist total langweilig, den können wir überspringen. Also heute... Moment mal. Chemie kann lustig sein. Also denkt daran, mischt die beiden Flüssigkeiten nicht zusammen. Was haben Sie gesagt, Frau Streitaxt? Ich sagte...
Hoppla! Du schrecklicher Junge! Musik ist gar nicht übel. Und manchmal lädt mich Frau Sonderlich in ihr Büro ein. Ein perfekter Tag. Es würde mich wundern, wenn ich keinen Eintrag ins Buch für gutes Benehmen bekomme. Doch das Beste am Unterricht ist Schulschluss. Yippie! 4 Uhr. Da läuft immer Rapper Zappa. Aber Peter sagt, ich bin heute dran und ich will jetzt die tanzenden Gänseblümchen sehen. Und da sage ich, nein, das ist was für Windelbabys. Und Peter beschwert sich bei Mama wie ein Windelbaby. Mama! Und weil ich zu Peter gemein war, werde ich auf mein Zimmer geschickt. Geh auf der Stelle in dein Zimmer! Aber es ist gar nicht so schlecht, bis zum Abendessen auf sein Zimmer geschickt zu werden. Und wie üblich frage ich Mama, ob ich noch mehr Pommes haben darf. Nicht bevor du dein Gemüse aufgegessen hast, Henry. Ich esse mein Gemüse immer ganz auf, Mama. Versteht mich nicht falsch. Ich esse sehr viel Gemüse, wie Kartoffelchips und Tomatenketchup und noch mehr Chips. Es gibt nur ein paar Gemüsesorten, die ich nicht mag, aber ich bin äußerst geschickt darin, sie verschwinden zu lassen. Pommes sind auch Gemüse, wisst ihr? Nach dem Abendessen geht's ab in die Wanne. Nur ich, die Quietschente und das Krokodil. Und Peter. Papa sagt, in diesem Haushalt wird zu viel Wasser verbraucht. Ab sofort badet ihr zusammen. Aber ich will nicht auf der Seite vom Wasserhahn sitzen. Es ist zu heiß. Neue Hausregel. Wer beim Wasserhahn sitzt, darf die Temperatur bestimmen. Ich sitze diesmal auf der Wasserhahnseite. Nein, das bist du nicht. Ich bin dran. Ich sitze diesmal auf der Wasserhahnseite. Nein, nein, du nicht. Ich bin dran. Oh nein. Oh. Oh nein. Papa beschließt, dass es doch keine so gute Idee war, uns zusammen baden zu lassen. Mama sagt, um 8 Uhr muss ich ins Bett. Aber um 8 geht doch kein Mensch ins Bett. Außer gute brave Jungs, so wie der perfekte Peter. Und mein Freund Bert darf immer ins Bett gehen, wann er will. Mach dich bettfertig, Henry. Also mache ich das. Ich halte den Rekord als langsamster Zähneputzer der Welt. Ich sage Papa, dass ich Hunger habe. Zu essen gibt's jetzt nichts mehr. Und dass ich Durst habe. Na gut, ich hol dir ein Glas Wasser. Gute Nacht, Henry. Wenn ich König bin, dürfen alle Kinder so lange aufbleiben, wie sie wollen. Aber bis es soweit ist, muss ich mir eben was einfallen lassen. Henry? Oh. Oh. Mama, es ist zu hell! Komme! Mama, es ist zu dunkel! Oh. Papa, ich kann Mr. König finden. Ich glaube, ich habe ihn in der Küche gelassen. Gut, ich sehe mal nach. Also warte ich und warte und warte. Ach, muss man denn immer alles selber machen? Typisch, sie sind nicht mal gekommen, um mich zuzudecken. Ich gehe jetzt ins Bett! Fertig! Na endlich!
Mal sehen, was die alte Streitaxt dazu sagt. Mieze!